Herzlich willkommen zu einer weiteren Mobile-Spiele-Vorstellung bei uns auf dem Kanal, sofort und gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, die Glock! Jo Leute, wir schauen jetzt mal hier rein, haben wieder einiges rausgesucht heute. Auch für die Kartenspieler unter euch, was Interessantes mit dazwischen, bleibt auf jeden Fall dran. Shikigami Myth, hier unser erstes Spiel, das wir vorstellen, auch wieder so ein kleiner Card Battler. Bring your mini into life, call upon your guardian spirits. Oh, sieht eigentlich ganz cool aus. Wenn es euch interessiert oder gefällt, einfach mal unten in der Beschreibung gucken. Dann haben wir Merge Magic. Das sieht eigentlich ganz interessant aus. Schönes Spiel. Jetzt ja diese Merge-Spiele, aber hier werden dann... Oh, guck mal, da sind Einhörner rausgekommen. Hier habt ihr so ein paar Wurzeln. Das ist so ein kleiner Mini-Groot. Oh, ist das nicht schön. Entsperre neue Missionen. Gestalte deinen Garten. Ja, schönes kleines Spielchen für zwischendurch. Sieht auf jeden Fall ja, ganz interessant aus. Oh, ein bisschen Zeit verballern will. So, gestalte deinen Garten. Entsperre neue Missionen. Ja. Oh. Da ist so ein Magier. Merge Magic. Dann haben wir, gucken wir uns kurz, 4,44. Okay, gibt's wohl scheinbar Probleme mit dem Spielfortschritt. Dann haben wir My Town Discovery. Gucken wir mal hier rein. Bam, 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 badam, bam, badam, bam. Build your own town. Fun minigames. Okay. Learn and play with Discovery. Mind blown. Ja, sieht auf jeden Fall echt irgendwie ganz cool aus, ne? Also das haben wir hier. Willkommen zu My Town Discovery. Genau wie eine echte Stadt, spielt auf eure Weise. Ein Flugmuseum. Neue Frisuren, wöchentliche Updates, gestaltet eure Stadt, Minispiele. Holt euch noch mehr. Boah. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Erinnert mich so ein bisschen an Farmville. Oh mein Gott, das habe ich früher gesuchtet. So, dann haben wir hier was. Das ist was jetzt ganz Spezielles. Und wird mit Sicherheit nicht für jeden interessant sein. Aber jetzt verwechsel ich das jetzt gerade. Bin ich mir ein bisschen unsicher. Guck mal. Autismo, genau. Das ist aber jetzt hier, das gibt's auch, glaube ich, auf Englisch, soweit ich das gesehen habe. Elisa. Jetzt müssen wir mal gucken, das ist hier jetzt leider Gottes auf. Was ist denn das überhaupt? Das sieht aus wie Spanisch. Also man muss dazu sagen, hier, ich lasse mir das jetzt einfach mal laufen. Ich habe hier leider irgendwie die falsche Sprache drin, macht jetzt aber auch nicht so viel aus. Lass mal einfach mal die Bilder auf uns wirken. Es scheint wohl so eine Art Adventure-Spiel zu sein.
wo es darum geht, Asperger-Syndrom. Und man soll ein bisschen sensibilisiert dafür werden, auf Autismus. Haben ja bestimmt einige von euch auch schon mitbekommen, derzeit mega viele Autisten auf der Welt. Also es breitet sich immer mehr aus und wir haben schon gesagt, wenn das so weitergeht, dann hast du in 20 Jahren ist jedes zweite Kind, das auf die Welt kommt, autistisch. Problematisches Thema, absolut krass. Wer mal wirklich geschockt sein will, der müsste einfach nur mal sich beispielsweise eine Dokumentation reinziehen, die noch vor einer gewissen Zeit bei uns im Kino gewesen ist. Nannte sich Waxed. Also ich war mega geschockt, als ich nur Auszüge davon gesehen habe, wie krass Autismus sein kann. Also da gibt's ja unterschiedliche Grade, Stärkegrade und es gibt tatsächlich Kinder, die sind alleine überhaupt nicht überlebensfähig mit dieser Krankheit. Also hier dieses Adventure, wie gesagt, müsste es, soweit ich es gesehen habe, eben auch auf Englisch geben. Und ja. Um sich auch mal mit dem Thema, wer sich mal mit dem Thema Autismus ein bisschen auseinandersetzen will. So, dann haben wir hier einen Shooter, Photon Strike. Jetzt kommen wir wieder mal zu der Action. Bullet Hell, Sci-Fi Shooter. Das Ding, solche Spiele habe ich früher geliebt. Ich habe die gesuchtet, ne? Vielleicht kennt der eine von euch noch von früher R-Type. Mega fettes Spiel war das gewesen. Der absolute Klassiker, war aber nicht von oben. So, war von der Seite, war ein Side-Scrolling-Shooter. Das hier sieht mega cool aus. Und ich habe jetzt schon Bock drauf, das auszuprobieren. Bin ein absoluter Suchti, was solche Shooter anbelangt. Photon Strike. Ich liebe das. Das sieht einfach nur geil aus. Hordes of Enemies. Habe ich jetzt schon Bock drauf. Upgrade your ship. Mega geil. Ja, dann haben wir hier Clash of Kings Rise of Dragons. Und da, ja, also erstmal Clash of Kings, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja. Aber das könnte eventuell echt interessant sein. Erbaue ein Drachenkönigreich. Gehen wir ganz kurz hier unten rein. Die Fortsetzung der Weltsensation des Multiplayer-Online-Pokals Clash of Kings ist hier, Clash of Kings 2. Diesmal bringt uns das Team von COK Alex in eine ganz neue Drachenwelt. Dies ist eine Stadt, in der Menschen und Drachen in Harmonie leben. Hier kannst du mit Drachen spielen, sie züchten und sogar in die Schlacht reiten und die Welt erobern. Als Herr deiner Stadt und Drachenkrieger musst du dich darauf vorbereiten, die Herausforderung anzunehmen, deinen Drachen zu besteigen und dieses Zeitalter zu beherrschen. Der Aufstieg der Drachen. So, dann gucken wir mal hier. Das sieht, trainiere mächtige Armeen. Das sieht echt cool aus, ne? Das sieht cool aus. Gefällt mir sehr gut. Erobere und gewinne durch Strategie. Da hinten habt ihr überall die Drachen hier, ne, die da für euch mit angreifen würden. Und hier sind sie mit euch an der Tafelrunde. Sieg werde eine Legende. Hier wird ordentlich gefeiert nach einem Sieg. Der da hinten, der jagt sogar dem einen hier hinterher. Erinnert mich aber so ein bisschen an Khaleesi, wenn ich da hinten gucke, die Mutter der Drachen. Ne? Könnte das sein, dass das auf Khaleesi anspielen soll? Game of Thrones, hier die Drachen helfen sogar mit beim Aufbau. Ja. Also das Ding hier, merke ich mir mal vor, würde ich auch gerne mal anspielen. Clash of Kings 2, Rise of Dragons. Dann haben wir hier ein Spiel von einem französischen Entwickler. Survivor, Mr. Who. Wem dieser Style von Optik gefällt, der kann ja hier gerne mal reinschauen, kann das mal antesten. Dann haben wir hier Blade Warrior 3D Action RPG. Das ist wieder mal was für einfach Hack and Slay. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus für die Leute, die einfach nur mal sich abreagieren wollen.
Na? Cooles Teil. So, klicken wir auch mal hier ganz kurz durch. Und oh, der hat drei Köpfe hier. Das sind. Oh. Okay, Minotaurus. Ja, also wer sowas gerne spielt, könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Dann haben wir Kick the Man. Das hier erinnert mich. Oh mein Gott. Das Ding sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Kann ich mir gut vorstellen, dass das richtig Spaß macht. Kick the Man. Ja. Ein Action-Plattformer. Dann haben wir hier Spooky Wars. Und Spooky Wars ist hier so ein Tower-Defense-Spiel, aber diesmal irgendwie ein bisschen anders. Da du hast, hier ist dein Turm. Und da kommen die Wellen von rechts und links. Build a mighty army. Und es gilt jetzt hier einfach. Das sind auch coole Charaktere hier, ne? Sieht echt cool aus. Frankensteins Monster, Dracula, Vampirfledermäuse, Spinnen. Oh mein Gott. Brainiacs. Sieht echt cool aus. Mummy. Unleash your strategy. Ja, kann man auch mal reinschauen. Ist jetzt momentan im Early Access. Und könnte eventuell spannend sein für den einen oder anderen. Hier kommt ein absoluter Oberknaller. Das muss ich ausprobieren. Hier seht ihr auch schon die ganzen Preise, die das Ding hier abgesahnt hat. Also ein Winner in verschiedenen Kategorien. Antwentor, also hier geht es darum, ihr spielt eine Ameise. Jetzt gucken wir uns das mal an, weil das Ding ist echt witzig. Also auch geile Grafik, geil gemacht. Da oben ist eine Spinne. Diese Szene ist ja mal sowas von geil, die muss ich mir gleich nochmal angucken. Diese Szene ist einfach nur Kult. Wo war das? Hier. Was denkt er denn da erst noch im ersten Moment? Er denkt, nach was sucht er denn da? Das ist irgendwie ein Zahnrad, ne? Oder was? Ah, da. Da ist das Ding da drin. Nach dem sucht er da unten links. Ja, aber der Rabe, der tut nicht gut. Mega fett, mega geil. Wirklich mega geil. Die Idee ist so cool. Ein Point-and-Click-Adventure ist das. Gibt's? Ah, da ist das Teil, was er gesucht hat. Ah, das braucht er hier für diese komische Dose, die er da hinten sind. Briefmarken, da ist der Eiffelturm zu sehen, Schieferturm von Pisa. Ja, hier eben die Vogelspinne. Ja, das wäre, glaube ich, nicht so gut. So wie man es hier sieht, der Totenschädel. Ja, Spinne bedeutet wahrscheinlich dann eher der Tod, würde ich mal sagen. Also, mega cool. Enjoy Vivid and George's Animations. Follow a funny story with a twisted ending. Mega cool. Sehr, 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 sehr geile Idee. Absolut kultig. Antwentor. Aber scheinbar hier momentan nur eine Demo-Version, aber das ist wurscht. Also, wenn das Ding so cool ist, geil. Und als letztes, auch für die ganzen Animation-Throwdown-Zocker unter uns, alle möglichen Leute, die gerne mal wieder ein Kartenspiel spielen. Hier Mythgard. Absolut oberknallermäßig. Das ziehen wir uns jetzt auch mal rein. Den Gameplay-Trailer. Mythgard.
2 versus 2. Ist ja auch geil. 2 gegen 2 ist geil. Muss ich unbedingt mal ausprobieren, antesten. Mit Herrn so geil, mit Herrn sofort. Mythgard. iOS, Steam und Android. Coole Sache. So, gucken wir auch hier nochmal ganz kurz ein paar Screenshots durch. Das Ding sieht einfach nur geil aus. Enchant the Battlefield, collect Georges Art, bring a friend for 2 versus 2, explore compelling story, master tactical gameplay, draft powerful cards, story in never ends, unleash powerful combos. Mega, 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 mega. Das Ding hier reizt mich absolut und würde ich auch gerne mal mit dem Herrn sofort ausprobieren. Ja, wenn euch die heutigen Spiele oder irgendeins dieser Spiele interessiert, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auf irgendein Spiel aufmerksam geworden seid dadurch, dann ja, lasst doch mal einfach einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, ich stelle euch neue Mobile Games vor. Macht's gut, bis dann und tschüss.